Zahnbürste das Leben von Philipp Guy Vogue verändert hat. Ja, wir haben gerade ein Wochenende mit grossen Sportereignissen hinter uns. Wimbledon, die Fußball-WM. Die beliebten Sportarten geniessen die ganze mediale Aufmerksamkeit. Viel schwieriger ist es für Athleten aus Randsportarten. Die müssen kreative Wege suchen, um auf sich aufmerksam zu machen. Zum Beispiel auf Social Media. So können Sponsoren an sich binden und das ist für sie überlebenswichtig. Ob im Eishockey, beim Kunstturnen oder im Beachvolleyball. Schweizer Athletinnen und Athleten aus Randsportarten haben Social Media für sich entdeckt. Zu ihnen gehört der Sportfechter Max Heinzer. Er postet viele Trainings- und Wettkampfvideos, hat über 20.000 Follower auf Facebook. Der 30-Jährige lässt dabei auch seine Sponsoren in einem guten Licht erscheinen. Auf Facebook und sozialen Medien muss man halt spannende Geschichten versuchen zu erzählen. Zu den Sponsoren und das immer ein bisschen gescheit verknüpfen, vielleicht mit einem Trainingsvideo. Ja, wenn der Follower merkt, dass man einfach nur Werbung postet auf Facebook oder auf Instagram, dann hat man gleich keinen Follower mehr. Sponsoren zu pflegen und dafür auch mal zu posieren, das gehört zum Job. Ich bin seit 7 Jahren Profi und wenn man gar nicht in der Öffentlichkeit steht oder gar keinen Sponsor hat, könnte man sich das nicht leisten. Und von dem her sehe ich das als normal an und ja, einfach part of the game. Dass Randsportler in den sozialen Medien viele Follower haben, ist für Sponsoren vorteilhaft. Aber nicht nur das, sagt Social-Media-Experte Simon Künstler. Randsportarten oder Randsportler sind sehr interessant für Marken, weil dort sehr ein authentisches Umfeld ist für die Marken, weil sie sehr nahe an die Zielgruppen ankommt, an die Fans von diesen Sportlern und weil dann auch dort eine sehr hohe Glaubwürdigkeit gegeben ist. Glaubwürdig ist auch Fabian Bösch, dem auf Instagram über 70.000 Abonnenten folgen. Der Freestyle-Skifahrer postet häufig experimentierfreudige Videos aus dem Training. Während der Olympischen Spiele hat er für einen viralen Hit gesorgt als Rolltreppenakrobat. Als Reaktion darauf hat Fabian Bösch viele Anfragen von Firmen erhalten. Es sind sicher viele dazugekommen, die nicht eigentlich ein Sponsoring machen mit mir, sondern einfach so ein Influencer-Post auf Instagram. Da geht es darum, einfach, sie zahlen mir Geld für 1 bis 2 Posts und sind recht klar gesagt, was ich machen müsste. Doch der Engelberger lehnte ab. Denn er will nur langfristig mit Sponsoren arbeiten und online vor allem seinen Spaß haben. Ich habe gemerkt, das ist das, was die Leute lustig finden. Die, die mir folgen, die finden das cool, die wollen das sehen. Und wenn ich dann so Sachen poste, habe ich neue Followers bekommen und positive Feedbacks von allen Seiten. Auch von seinen Sponsoren. So geben die sozialen Medien den Randsportlern Aufschwung. Es ginge wohl kaum mehr ohne. Geld regiert die Welt. Das kann man, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen.